Ja, hallo zusammen und willkommen zu einem weiteren Teil von Little Witch in the Woods. So Leute, ich wollte gestern eigentlich noch ein paar Äste und so sammeln für den Ausbau. Leider oder musste ich das aber an diesem heutigen Tag, an dem heutigen Spieltag unterbrechen. Weil wenn ich jetzt rausgehe, haben wir ja wieder, weil das nächste Haus fertig ist, die nächste Sequenz. Deswegen, und ich wollte die Sequenz natürlich mit euch angucken, ne, oder für euch aufnehmen. Was ich aber geschafft habe, das zeige ich euch mal. Ich habe das Ahornkraut, oder wie das heißt. Nein, du sollst da runter. Das Ahornkraut geschafft auf Inkubator zu setzen. Und das habe ich jetzt hier gleich mal reingemacht. So, ansonsten, genau, habe ich die Äpfel ja im Inventar. Das heißt, ich kann Grubrum die Äpfel geben, das Haus ist heute fertig. Und wenn der letzte Dorfbewohner da ist, müsste ich ihn auch noch der Bibliothek fragen können. Das heißt, wir kommen heute auch mal weiter. Guten Morgen, Grubrum. Guten Morgen, Elli. Jetzt bist du gar nicht mehr überrascht. Ich dachte, du würdest jeden Moment hier sein, Grubrum. Die Arbeiten am Haus von Wünsch sind fast fertig. Ja, das stimmt. Und wir haben heute ein Geschenk für dich. Ein Geschenk für mich? Ja, hier, nimm es. Okay. Das soll ich sein? Bin ich das? Hast du das gemalt, Rubrum? Ja, ich habe die Buntstifte benutzt, die Wünsch mir gegeben hat. Er gab sie mir, bevor er wegging, und ich konnte es nicht ertragen, sie zu benutzen. Aber du hast Winch nach Hause gebracht, Ellie. Also habe ich die Buntstifte benutzt, um ein Bild von dir zu malen. Das ist unglaublich, es ist mein Ebenbild. Lass uns gehen. Sie haben uns gesagt, dass sich alle versammelt haben. Jawohl. Toll, dann lass uns zusammen gehen. Ach so, und was heute ist, es gibt heute auch neue Tränke. Ich muss gucken, welche ich liefern kann. Muss ich wieder aufschreiben. So. Ja, das ist natürlich der Maler. Beeil dich, die anderen sind auch schon da. Also, ne, den ich jetzt befragen kann, das ist wirklich so. Deswegen, wie kann es eigentlich sein, dass man eine Quest bekommt, wo man Leute befragen muss, die noch gar nicht da sind? Das ist auch ein bisschen merkwürdig. Ich habe mich übrigens gestern mal im Discord angemeldet bei dem Entwickler, einfach um mal so ein paar Sachen zu sagen. Der Discord ist übrigens sehr enttäuschend. Also irgendwie hat er den total abgespeckt. Da ist nur ein Thread, wo man drin schreiben kann und okay. Wow, was ist denn das alles? Das sind so viele von ihnen. Das sind Farben. Warum liegen die Farben herum? Weil ich meine eigenen Farben herstelle und sie den Raum gefüllt haben, bevor ich es bemerkt habe. Es ist ein bisschen unordentlich, also pass auf, wo du hintrittst. Soll ich mit den Einführungen beginnen? Hallo, du musst die neue Hexe im Dorf sein. Oh, hallo, du musst Winch sein. Ja, ich bin Winch und ich bin ein Künstler. Freut mich, dich kennenzulernen. Ich bin Ellie. Ich freue mich auch, dich kennenzulernen. Ich habe gehört, dass ich es dir zu verdanken habe, dass ich zurück ins Dorf kommen konnte, Ellie. Ich danke dir. Das war doch gar nichts, wirklich. Frau Hexe, hier ist sehr talentiert. Ja, das stimmt. Egal was es ist, Ellie liefert immer ab. Es ist schon so lange her. Kannst du den Trick noch, Winch? Mach diesen schönen Ton mit deiner Hand wie eine Glocke. Du meinst die Leier? Es sind zu viele Leute da. Es ist mir ein bisschen peinlich.
Wenn du ein Musikinstrument spielst, will ich es hören. Ich würde es auch gerne hören. Wir haben nicht jeden Tag die Gelegenheit dazu. Dann werde ich nur ein kleines Stück spielen. Wie Enid schon sagte, habe ich nicht immer die Gelegenheit dazu. Aber lacht mich nicht aus, wenn es nicht gut ist. Ich hoffe, das gibt kein Copyright. Ansonsten ist das dann hier wieder, ne? Haha, es hat mich ein bisschen nervös gemacht. Wie hat es sich angehört? Ich habe es schon so lange nicht mehr gehört. Der Klang ist so hell, wie ich ihn in Erinnerung habe. Wow, das war wirklich schön. Auch wenn sie noch weit von meiner Flöte entfernt ist, ist sie nicht schlecht. Was war ein schöner Klang. Die Glocken von Winch sind toll. Eigentlich ist es eine Leierrubrum. Sieht aus, als könntest du ziemlich gut auf Instrumenten spielen. Nicht so gut, wie du sagst, es ist nur ein Hobby. Vielen Dank für dein nettes Kompliment. Ich hätte nicht gedacht, dass es so ein Erfolg wird. Vielen Dank an alle. Willkommen zurück. Ein junger Mensch, der sich in der Kunst versucht, ist schwer zu finden. Ja. Haha, willkommen zurück. Wenn du etwas brauchst, lass es mich wissen. Freut mich, deine Bekanntschaft zu machen. Wir sind ungefähr im gleichen Alter. Ich bin sicher, wir werden uns gut verstehen. Naja, du bist ein Abenteurer und er ist ein Künstler. Ob das harmoniert? Ich glaube nicht. Willkommen zurück, Winch. Ich bin so froh, dich wiederzusehen. Willkommen, Winch. Lass uns wieder zusammen spielen. Willkommen zurück im Dorf. Haha, danke. Wir sehen uns bestimmt wieder. Dann haben wir nur noch einen Haushalt. Ein Haushalt? Von welchem redest du? Gibt es hier unten nicht noch mehr Ruinen? Dort muss auch jemand gelebt haben. Dieser Ort ist schon lange unbewohnt. Er war schon lange leer, bevor die stacheligen Ranken zu wachsen begannen. Es gab zwar ein Haus, aber es war unbewohnt. Mit der Schaukel am Tor konnte man aber gut spielen. Eine Schaukel? War es eine Familie mit einem Kind? Nicht ein Kind in meinem Alter, aber da war eine alte Dame in Omas Alter. Ah, an sie erinnere ich mich auch. Sie sagte, dass ihre Enkelkinder von Zeit zu Zeit zu Besuch kämen, also bat sie mich, eine Schaukel zu bauen. Können wir sie nicht mehr zurückholen? Sie ist weggezogen, um bei ihren Kindern zu leben, also wird sie wahrscheinlich nicht mehr zurückkommen. Sie hatte uns dieses Land zur Verfügung gestellt, aber wir haben nicht herausgefunden, wie wir es nutzen können, also haben wir es brach liegen lassen. Das heißt, dieses Grundstück ist herrenlos? Ja, da kannst du dann einziehen. Ja, wie wäre es, einen Brunnen oder so etwas zu bauen? Du meinst eine öffentliche Einrichtung? Ihr habt doch schon Brunnen. Gute Idee. Da alle hier sind, kannst du jeden Vorschlag machen, den du hast. Na, dann sag an. Die Häuser der ehemaligen Dorfbewohner wiederherzustellen, war für mich ein unrealistischer Traum. Aber jetzt ist der Tag gekommen, an dem wir darüber reden, wie wir dieses Gebiet nutzen können. Mach es einfach so, wie du es für richtig hältst. Warum musst du mich damit reinziehen? Ach, er wieder, ne? Aber Aden, du bist auch ein Mitglied unseres Dorfes. Zwisch. Es ist schön, wenn alle zusammenkommen. Lasst uns darüber reden, was wir hier bauen wollen. Ich. Wie wäre es mit einem Museum, um die glänzenden Relikte auszustellen und geheimnisvolle Gegenstände? Wow, das wird bestimmt ein Riesenspaß. Nein, warte, sollten wir nicht erst herausfinden, ob es genug Platz gibt? Das kann schwierig sein, wenn man bedenkt, wie groß das Dorf ist. Ganz allgemein gesprochen, gibt es nicht eher Einrichtungen wie Parks? Ein Park klingt gut, ich kann euch helfen, wenn ihr eine Blumenwiese wollt. Aber das Land hier ist holprig, es ist wahrscheinlich schwer, den richtigen Standort zu finden. Ich will einen Platz zum Spielen. Wenn ich mir das Gelände hier ansehe, habe ich eine gute Idee. Was sagst du dazu, Herr Alwin?
Ein Dorf mit einer reichen Kultur kann nicht ohne eine kulturelle Einrichtung auskommen. Ah, du sprichst von einem Freilichttheater? Das ist es, junger Künstler. Eine große kann schwer sein, aber eine kleine ist vielleicht möglich. Ein Theater? Ich habe sie nur in großen Städten gesehen. Das ist schön. Wer sagt, dass ein kleines Dorf keins haben kann? Was ist ein Theater? Es ist ein großer Raum, in dem man Theaterstücke aufführen, singen und tanzen kann. Als ich auf der Schule für Hexen war, war ich kein großer Fan von Aufführungen, aber das muss Spaß machen. Sieht so aus, als wären wir uns alle einig, ein Theater zu bauen. Wenn das so ist, ist es beschlossen. Lasst uns noch eine Party schmeißen. Oh, er wieder. Wenn man, der braucht eher eine Disco. Wenn man so ein großes Gebäude baut, wie kann man da keine Party feiern? Natürlich, es ist immer gut, gemeinsam Spaß zu haben. Dann lass uns die Arbeit aufteilen. Kyla, kannst du das machen? Haha, wer sonst kann das machen, wenn nicht ich? Sei dir sicher, ich werde eine spektakuläre Bühne bauen. Ich werde die Bühne dekorieren und die Umgebung reinigen. Um eine Party zu veranstalten, müssen wir Essen haben. Aden und Arin, könnt ihr auch mit anpacken? Mischt euch nur nicht in den Betrieb meines Restaurants ein. Solange du nicht denkst, dass ich zu ungeschickt bin. Aber da wir eine Bühne bauen, brauchen wir auch Aufführungen, oder? Zum Beispiel Opern oder Gesang. Nun, ich glaube, Herr Alwin kann das machen. Denn er hat eine erstklassige Geige. Zu deiner Information, ich werde höchstens eine Nebenrolle spielen. Ich will nicht die Hauptperson sein. Ich will auch auftreten. Es ist an der Zeit, meine schillernden Talente zu zeigen. Winch, du solltest auch kommen. Du hast eine Leier. Oh, du bringst mich in Verlegenheit, aber da ich nichts anderes tun kann, okay. Du könntest die Kulissen malen. Also, jeder hat seine Pflicht. Was soll ich tun? Ich kann kein Musikinstrument spielen. Elli, du kannst die Aufführung einfach genießen. Du hast immer einen Beitrag zum Dorf geleistet. Wir verdanken dir so viel und wir wollen etwas für dich tun. Ja, und wir haben jetzt mehr Hände, um das zu tun. Oma sagt, gut zu schlafen ist genauso wichtig wie gut zu spielen und gut zu essen. Überlass das einfach uns, Elli. Haha, du machst mich ganz schüchtern, aber wenn du darauf bestehst, okay, danke, da muss ich wenigstens nicht schon wieder irgendwas sammeln. Okay, das war's mit der Diskussion. Wenn du bereit bist, lass uns zusammenkommen und die Party feiern. Warum fühlt sich das plötzlich wie Urlaub an? Wie fühlt es sich an, während deiner Ausbildung einen süßen Urlaub zu haben? Nun, so gemächlich. So langweilig. Wir haben noch genug zu tun, Schätzelein. Dir wird schnell langweilig, Ich finde nur das Warten langweilig. Auch wenn Sie mich nicht zum Arbeiten aufgefordert haben, ist es ja nicht so, dass ich nicht mitmachen darf, oder? Da Keiler für die Reparatur der Bühne verantwortlich ist, werde ich Sie zuerst fragen. Okay, dann lass. Warte mal, mein Mikro. Das Kabel ärgert mich schon wieder. So, jetzt. So, tap. Fragen wir nach dem Bibliothek. So, jetzt haben wir hier den letzten Dorfbewohner. Jetzt kann ich den nach dem Bibliotheksflügel fragen. Und Rubrum. Warte mal, wo war denn jetzt? Ich bin ganz verwirrt. Wo ist denn jetzt das Häusle von dem? Das war ja hier oben irgendwo. Hier, warte mal. Keine Karte für dieses Gebiet? Ach ja, das ist ja das Dorf. Warte mal, wo war denn dem sein Haus? Das muss weiter oben sein. Hier ist die Bibliothek. Und hier war doch irgendwo. Ja, hier ist seins. So, dann frage ich ihn mal. So.
Hallo Winsch, du musst nicht so förmlich sein. Wir sind doch Freunde. Wirklich? Wir sind jetzt Freunde? Danke, dass du das sagst. Haha, das macht doch nichts. Unter Freunden ist kein Danke nötig. Ja, du hast recht. Ich wollte dich besuchen und habe dich zufällig getroffen. Ich bin so glücklich. Ach ja, brauchst du mich für irgendetwas? Nichts Wichtiges. Es ist nur so, dass du mein Wohltäter bist, der mir geholfen hat, ins Dorf zurückzukehren. Ich möchte dir richtig danken. Wenn du Zeit und Lust hast, kommst du auf eine Tasse Tee zu mir nach Hause? Ja, gerne. Das ist der Tee, den Enid mir gegeben hat. Er duftet sehr gut. Wow, danke, aber warum trinken wir den Tee draußen? Nun, es ist mir ein bisschen peinlich, aber mein Haus ist zu unordentlich. Und weil ich den ganzen Tag drin male, riecht mein Zimmer nach Farbe. Das kann lästig sein. Du malst doch da gerade draußen. Ach was, so schlimm ist es auch wieder nicht. Es macht mir nichts aus. Du bist das eigentlich gewöhnt, weil dein Zimmer wie ein Schweinestall ist, oder? Hey, hör auf mit dem Unsinn. Haha, ist der Hut dein Freund? Er ist unglaublich. Ich glaube, es ist eher eine Hassliebe. Egal, wenn es nur daran liegt, dass dein Zimmer in Ordnung ist, in Unordnung ist, ist das für mich in Ordnung. Mach dir keine Sorgen. Das ist nur einer der Gründe. Von dem Geruch der Farbe bekommst du bestimmt Kopfschmerzen. Aber du hast recht. Einen Gast einzuladen und draußen Tee zu trinken, ist zu respektlos gegenüber dem Gast. Auf keinen Fall, so schlimm ist es nicht. Der Wind ist beruhigend und ich fühle mich ziemlich stylisch. Ja, das stimmt. Wenn ich eine Pause machen will, gehe ich nach draußen, um zu verschnaufen. Obwohl, sehr aufgeräumt ist es draußen auch nicht. Haha, du hast den Nagel auf den Kopf getroffen. Du hast gesagt, dass diese Farben alle selbst gemacht sind, richtig? Musst du wirklich deine eigene Farbe herstellen? Du kannst sie im Laden kaufen, aber sie sind sehr teuer und die Farbauswahl ist begrenzt. Und ich habe ein Bild, das ich unbedingt machen muss. Du kannst es Gewohnheit nennen oder ich bin einfach nur stur, aber ich mache meine Farbe immer selbst. Ich bin mit der ersten Ladung Farbe, die ich nach meiner Ankunft gemacht habe, nicht zufrieden und ich denke darüber nach, eine neue Ladung zu machen. Ah, ich verstehe. Es macht Spaß, Materialien auszusuchen und deine eigenen Sachen zu machen. Mein Gott, würdest du einen kochenden Lavatrank aus der Hölle Stolz deines eigenes Ding nennen? Oh Gott. Hast du noch nicht gehört, dass Scheitern die Mutter des Erfolges ist? Nun, Wünsch, kann ich dir auch beim Herstellen von Farben helfen? Das sieht lustig aus. Willst du es versuchen? Das ist wirklich nicht nötig. Die Hexen aus dem Hexenhaus sind normalerweise ziemlich beschäftigt, oder? Ich weiß seine Freundlichkeit zu schätzen. Die Aufgabe des Hexenhauses ist es, den Menschen zu helfen. Und ich kenne mich mit diesem Ort sehr gut aus und werde dir eine große Hilfe sein. Was sagst du dazu? Jetzt, wo du das gesagt hast, erlaube mir, dich um einen Gefallen zu bitten. Ich habe über einige Materialien nachgedacht, die ich brauchen würde. Würdest du sie gerne hören? Ja, ich brauche jeweils drei Bellboom und Maulwurfskrone. Ja, die muss ich besorgen. Wow, das ist so interessant. Ich dachte, die wären nur für die Herstellung von Nahrung oder Tränken gut. Es ist das erste Mal, dass ich jemanden sehe, der sie in Farbe verwendet. Es ist eine Menge Arbeit, schwierig und nicht immer erfolgreich. Aber ich denke trotzdem, dass ich es weitermachen muss. Wenn du dich müde fühlst, solltest du dich nicht zwingen. Pass auf, dass du dich nicht verletzt. So. Okay, das muss ich. Du tust mir einen Gefallen, also darf ich sicher nicht zu ungeduldig sein. Okay, das ist klar. So, jetzt muss ich aber trotzdem noch mal mit ihm. Wo ist denn der jetzt hin? Da ist er. Ich muss jetzt trotzdem mit ihm über. Dieser Ort ist super gruselig, oder? Warst du schon mal da? Ja, ich hatte allerdings zu viel Angst, um hineinzugehen. Aber wovor genau hattest du Angst? Hast du nicht gehört, dass es dort spukt?
Spukt es da? Ja, man sagt, dass ein Dorfmädchen namens Jennifer von den Büchern im Flügel erdrückt wurde und sich ein Geist und sich in einen Geist verwandelt hat. Und man kann sie nachts im Gebüsch in der Nähe des Flügels weinen hören. Wirklich? Winch, hast du das Weinen selbst gehört? Nein, ich habe zu viel Angst. Ich gehe nachts nie in die Nähe dieses Ortes. Ellie, sei vorsichtig, wenn du nachts in die Bibliothek gehst. Immerhin weint dort nachts ein Geist. Okay, das werde ich. Ich habe alle gefragt, die Hinweise haben könnten. Der echte Flügel ist eigentlich ganz woanders. Kommst du da wirklich rein? Ja, natürlich. Aber alle sagen immer, dass es gefährlich ist. Ja, deshalb kann ich mich auch nicht zurückhalten. Deine Art zu denken verwirrt mich manchmal wirklich. Wie kann ich mich fernhalten, wenn ich einen so weiten Weg zurückgelegt habe, um Informationen zu sammeln? Alvin hat gesagt, dass der Eingang nicht am Gebäude ist, sondern irgendwo in der Nähe der Bibliothek. Ich werde den Eingang wahrscheinlich finden, wenn ich dem Wind aus dem Schlot folge, wie Aden gesagt hat. Und vergiss nicht, was Winch über Jennifer gesagt hat. Aber sie sagen, dass der Wind nur nachts zu hören ist. Das sollte nichts anderes als Jennifers Stimme sein. Richtig, Jennifer wird uns den Weg in den Flügel zeigen. Auch wenn Jennifer es tut, solltest du Alvins Geschichte nicht ignorieren. Was ist mit dem Raum ohne Tür? Es kann eine Schatzkammer oder ein Gefängnis sein. Nach dem, was Arin gesagt hat, wollte der vorherige Besitzer es auch verstecken. Da muss etwas drin sein. Genau, und macht das den Ort nicht noch attraktiver? Deine Art zu denken verwirrt mich wirklich sehr. Nach diesen Hinweisen muss ich nur in der Nähe der Bibliothek nachts hingehen, und die Windquelle finden. Okay. So, jetzt muss ich nochmal mit Rubrum sprechen. Rubrum. Weg in der App, Rubrum. Ja, will ich. Okay, lass uns gehen, Ellie. Okay, lass uns schnell zu den Katzen gehen. Rubum, ist das der Platz, wo du den Fremden gesehen hast? Ja. Aber ich komme gewöhnlicherweise nicht hierher, deswegen weiß ich wenig über den Platz. Du erforschst viel außerhalb des Dorfes, wenn du die Chance hast, aber du weißt nichts über die Orte innerhalb des Dorfes. Okay, ich bevorzuge es, vom Tempel wegzubleiben. Warum ist das so? Ich glaube, das ist der Platz, wo der Fremde sich um die Katzen kümmert. Um den Katzen zu gefallen, musst du hier ein paar Äpfel platzieren. Keine Katzen leben hier. Ellie, woher willst du das wissen? Das ist die Intuition einer Hexe. Du hast das deduziert von dem halb gegessenen Apfel.
Kannst du aufhören, mir in die Parade zu fahren? Okay, ihr Lieben, ich beende den Teil hier erstmal für heute. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich würde mich über ein Däumchen nach oben freuen. Und dann sage ich ciao, ciao, bis zum nächsten Mal. Tschüssi.